Ja, hi meine Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Johnny Meets. Wie ihr seht, ich bin hier gerade in der Küche und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man Nudeln kocht. Da brät das Gehacktes, hier werden die Zwiebeln geschnitten. Nein, Spaß, natürlich geht zum Angeln, ne? Und heute ist Johnny Meets Melle. Und wer sitzt da vorne und baut gerade die Montagen? Der Matthias Melchior. Ja, meine Wenigkeit, ne? Auf jeden Fall hier die kleine Rollenverteilung. Johnny kocht, ich bin fürs Grobe zuständig. Da wir Schonzeit haben und die Barsche am Leichen sind und Melle natürlich ein vorbildlicher Angler ist, ihr kennt ihn ja, ne? Adäquate Ausdrucksweise, total vorbildlich, immer korrekt am Wasser, wollen wir natürlich auch nicht die Barsche ärgern. Also lassen wir die mal laichen und den in den Laichgeschäft mal paaren. Sollen die Babys machen für die Melle, dass im Hafen noch mehr Barsche kommen. Also gehen wir heute auf Welt. Wir sind heute bei ebro-fishing.de. Ihr seht, die Rollen sind klar eingeteilt, hat der Melle ja gerade schon gesagt. Johnny steht in der Küche und kocht jetzt Essen. Und Melle macht jetzt die Routen klar. Und das Schöne natürlich bei ebro-fishing.de ist, ihr habt hier eine Küche, ihr habt das Wasser, ihr könnt hier die Routen abspannen. Also machen wir mal Abspann auf ganz hohem Niveau, schön chillig auf der Couch, Mucke hören, ein paar Bier trinken, bisschen kochen. Ja, und zwischendurch mal ein paar Waller hoffentlich drin. Ich hoffe, es klappt. Ja, wie der Johnny schon gesagt hat, Laichzeit in Deutschland heißt für mich sowieso immer wie jedes Jahr Alternativen suchen. Hier sind wir am Ebro, bei den Jungs von ebro-fishing.de. Und ich bin auch das erste Mal hier. Ich kann nur sagen, top Ambiente hier. Steganlage auch direkt am Wasser. Er hat alles da. Johnny steht ja schon davor mit Schürze. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, hier die Steine fertig zu machen. Ein paar Montagen, die habe ich schon gebunden. U-Posen-Montagen, ein bisschen was zum Abspannen. Wir haben schon uns so einen kleinen Plan gemacht, wie, wann, wo wir was setzen wollen. Und ich bin guter Dinge, dass das heute was wird. Die Nacht ist jung, der Magen leer, direkt ist der Magen voll. Und der Kescher hoffentlich auch. Schauen wir mal. Ja, der Melle, der bringt jetzt die Montagen raus. Ich helfe dir jetzt dabei und wir zeigen euch jetzt mal, wie wir die Montagen ablegen. Also jetzt die erste Montage, die wir rausbringen, die spannen wir an eine Boje ab. Und das zeige ich euch jetzt, beziehungsweise der Melle. Komm, Kameramann, Herr Oliver, rein mit dir. Meine Route. Da hinten an dem zum Gebäude müssen wir erstmal hin. Warum? Weil ich da eine Boje vorher vorbereitet habe. Okay. Ich habe hier eine schöne Kante gesucht. Ich bin einen halben Tag hier umgefahren und habe mir die markanteste Stelle ausgesucht. Habe da eine Boje gesetzt und da würde ich gerne den ersten Köder platzieren. Also ich habe hier einen Kombi-Rig. Einfach aus dem Grund, weil wir die Ködergröße, die wir den Tag über gefischt haben, nicht wussten. So bin ich einfach variabel unterwegs und kann hier ein bisschen variieren. So, das ist der Fanghaken, der Haltungshaken, sag ich mal. Und wir machen gleich eine Fluchtköderung. Das heißt, dass der Köderfisch, den ich gleich anbiete, nach unten schwimmt. So, ich habe jetzt hier zum Fixieren meines Grundabstandes oder meines Köderabstandes einfach ein Klicklicht mit einem kleinen Schlauch. So, der ist jetzt fixiert. Der Hebel hier oben dient einfach nur dazu, dass wenn ich die Montage hinterher stramm spanne, dass es einfach nicht weiter runterrutscht. Weil ich eine gewisse Grunddistanz einhalten möchte. Ich habe hier schon meine Auslegerschnur vorbereitet im Laufe des Tages. Hier wird die Schlagschnur einfach verbunden. Ganz normal. Stecken wir mal einen Knoten hier rein. Ganz kurze Reißleine.
fixiert, festgezogen. Nochmal abgeknipst. So. Also nochmal ganz einfach, damit das auch alle verstehen. Dort schwimmt eine Boje, an der Boje ist eine Schlagschnur, also eine Reißleine. Melle befestigt jetzt diese Schnur von der Boje an seinen Vorfach und dann wird das alles vom Ufer gespannt. Das heißt, die Hauptschnur geht so hier rüber, an den Karabiner, an den Wirbel, hängt die Schlagschnur und der Köderfisch, das ist dann so gespannt und der Köderfisch will dann immer Richtung Grund. Das heißt, wenn der Wels kommt, sich von unten den Köderfisch schnappt, reißt er von der Boje ab. Bei uns geht hinten die Rute los. Melle gibt den Anhieb und hoffentlich hängt er dann. Kommt, meine Damen. Die Newton Baumarktglocken kann ich auch noch empfehlen. Für richtige Tiefschläfer, also so einer wie ich. Die normalen Katzenglöckchen, sag ich mal, die bringen das mir nicht. Es gibt die Pieper, die bei Vibration piepen. Ich mag das einfach klassisch mit den alten Bimmelbammeln hier. Und, ja, schauen wir mal. Also ich spanne jetzt die Montage hier. Ganz wichtig dabei ist, ja, zu beachten, erstmal nicht zu feste. Wir wollen ja nicht, dass die Reißleine da hinten knallt. Und die Bremseinstellung natürlich. Ich sag mal so, dass man gerade eben Schnur abziehen kann. So ist sie gut eingestellt. Was auch ganz wichtig ist, das Schnurlaufröllchen, die Schnurführung hier, immer zur Rute. Damit, wenn einer beißt und man kriegt da nicht schnell genug mit, die Kraft hier unten sitzt und nicht jetzt hier, weil dann kann es sein, dass der ganze Bügel einfach krumm gezogen wird. Je nachdem, wie groß der Fisch ist, der beißt. In der Regel nicht, aber ich habe schon gesehen und ist einfach mein Tipp so, den ich weitergeben kann. So fischen wir. Alles klar, erstes fertig. Da geht's. Also ich habe jetzt hier meine Reißleine, genauso wie gerade an der Boje eben. Die fixiere ich jetzt hier in meinen vorgebundenen Stein. Meine Kollegen sagen, ich kann besser binden, wie BP Pakete bindet. Und ja, das verbinde ich jetzt einfach mit einer Schlaufe. Wird hier eingeschlauft in der Schlaufe, runtergezogen stramm. So, ich hole jetzt meine U-Pose hier raus. Erkläre ich auch mal ganz schnell. Vorfach, Auftriebskörper, beziehungsweise auch U-Pose genannt, wir nennen es U-Pose, ist jetzt in dem Fall eine 30 Gramm U-Pose für, ja, ich sag mal, für mittlere Köderfische. Das ist einfach dafür gedacht, damit der Köder nicht auf dem Grund liegt. Bei der Vorfachlänge würde ich sagen, bei der Strömung hier circa 20 cm bis 3 cm wird er einfach über dem Boden angehoben, was natürlich genau im Maulbereich oder im Jagdbereich des Wallers liegt. Wenn der Waller hier hochzieht, braucht er nicht an der Oberfläche kommen, um sich einen Köder zu schnappen. Der ist quasi, der wird vors Maul angeboten einfach. So, das verbinde ich auch ganz einfach hier im letzten Drittel des Wirbels. Hier vorne nicht, ganz wichtig, sonst würde sich unser Wirbel gar nicht mehr drehen. Der Köder würde nicht arbeiten und wir würden dran auf die komplette Hauptschnur bekommen. Also, so, ganz normal fixiert wieder. Zange nichts überstehen lassen, wir wollen nicht, dass sich irgendwas verheddert. Bist du bereit? Donny, du kannst schon mal einmal umdrehen. Ja. Okay Leute, hier seht ihr es. Wir fischen hier gar nicht tief. 2 Meter haben wir es hier. Und hier ist die Kante. Ich mache mal ein Kreuz auf den Echolot, genau da seht ihr. Und auf dieser kleinen Kante legen wir den Fisch. Und das bringt uns einen dicken Fisch, hoffentlich. Ja. Jo. Also wir haben die Kante jetzt gefunden hier. Ganz einfach, das ist in dem Fall eine Gehwegplatte, die senke ich jetzt ab hier, lasse die runter. So. Darauf achten, dass sich nichts vertüttelt. Und jetzt fahren wir zurück zum Steg. Melle, kann ich zurückfahren? Ja, klar. Okay, jetzt also in Richtung Steg wieder. Ja, und jetzt bringen wir gleich noch 2 Ruten raus. 4 Ruten pro Nase, 2 Stück. Ja, und dann hoffen wir mal, dass in der Nacht ein Fisch kommt.
So, meine Lieben, wie ihr seht, hier drin sind Zander, Schwarzbarsche, alles. Und jetzt machen wir Karpfen und jetzt machen wir eine kleine Fütterungszeit. Der ist schon leider K.O. So, jetzt schmeißen wir die mal hier rein. So. Mal gucken, wer kommt. Wer schnappt sich? El Zanders, da kommt schon der Karpfen. Seht ihr ihn? Der Karpfen kommt. Und jetzt kommt mal noch mal ein paar kleiner Schwung Lebende rein. So, und jetzt gucken wir mal. Rüber. Ja, er schwimmt sofort zu den Räubern. Na? Na? Hier. Da, er hat ihn, der Zander hat ihn. Da seht ihr? Und der Schwarzbarsch, da kommt er. Jetzt, bam, habt ihr gesehen? Er hat ihn aufgenommen, da unten schwimmt er, seht ihr es? Da schwimmt der Zander mit dem Buckel. Ja. Also die Theorie, dass er sich den reinsaugt, ist ja wohl hier nicht. Hier ist ja wohl mehr eher, ich schnapp ihn mir und halte ihn fest. Und jetzt kommt der Karpfen und nehmen ihn weg. Guckt euch an, ein Raubkarpfen. Der Karpfen will ihn wegnehmen, den Zander, der Karpfen. Guckt euch an, der Karpfen. Noch keine 10 Uhr und die erste geht krumm. Kurz, wie lange war die Route draußen nochmal? Die Route war jetzt eine halbe Stunde draußen. Hinten an der Boje auf voller Distanz und ja, waren gerade gemütlich am Plaudern und dann geht die erste krumm. Ist natürlich jetzt eine ordentliche Dreherei hier. Ist ein bisschen Druck dahinter. Ich schätze mal so vielleicht 1,50 Meter. Also Fisch, zu klein für einen Johnny. Und wem sein Fisch war es eigentlich? Ja, eigentlich war es dein, aber du warst zu langsam. Zum Glück bin ich noch hier geblieben, eine Stunde, wa? Jungs, da waren wir. Auf jeden Fall macht ordentlich Druck. Die Bremse zu, ja. Lass mich das mal machen. Ein kleiner. Ein großer. Die wolltest du ja nicht haben, sondern. Ja. Alles richtig. Ich weiß. Und gleich war es noch ein kleinerer. Aber kämpfen tun sie gut, ne? Die haben richtig Dampf hier und im flachen Wasser. Sind, ne? Soll ich nehmen? Kopf dir bitte einer erstmal. Ich hätte dir den Drilling da hingelassen. In der Maulrams. Oh, ja. Ganz klar, komm, geh mal ein bisschen zurück. Geh mal zurück, dass ich in die Schnur komme. Ich halten. Ja, ich weiß. Hier. Ich weiß, das Melle. Ich angel nicht seit gestern, Kollege, okay? Jawohl, hab ich Haken raus. Ja, gerade noch rausgebracht, die Montagen. Was war das? An der Boje oder? Das war eine Boje. Das war die abgespannte Boje auf. Abgespannt, okay. Die auf höchster Distanz, sag ich mal. Also ich muss dazu sagen, Alter, du hast mir meinen Fisch geklaut. Ja, das kommt mal zuerst. Das ist Potsdam. Wir klauen uns sogar gegenseitig die Fische, Leute. Aber geiler Fisch, ne? Circa 1,60 würde ich sagen. Ja, ein bisschen größer. Ja. Aber ihr seht, es hat geklappt, ne? Fisch ist drin. Ja. Spaß hat's gemacht. Ganz einfache Montage, habt ihr gesehen, einfach angebunden. Also super leicht, ne? Komm, mach ein schönes Foto und dann geht er wieder rein. Mach schnell zwei Fotos und dann rein damit. Ja, ja, nachdem ca. 1,60, 1,70er Wels gerade. Wir haben es gerade 10 Uhr, wäre natürlich jetzt von Nachteil, wenn wir jetzt die Route nicht mehr rausbringen würden. Aber das machen wir jetzt natürlich. Wieder an den gleichen Platz, die Boje. Oft ist das so eine Fressroute, wenn einer dabei ist, kommt vielleicht auch noch ein, zwei, weil das einfach eine Fressroute ist. Ich nenne das eigentlich also wie eine Art Wildwechsel, sage ich mal. Einfach eine Fressroute, weil das Komische ist, dass bisher alle Fische auf die am weitesten entfernteste Boje kam und ja, ich warte jetzt auf den Johnny. Johnny ist mein Bootsmann,
der steuert einfach besser wie ich, weil ja, Abspannen, Anbinden und dies und das und jenes ist für mich alleine wert zu viel. Jetzt gerade ist es auch dunkel und den Service kann ich mir natürlich geben. Ne? Johnny, komm, ab dafür! Gerade abgelegt, kleiner Weller wahrscheinlich, so wie es aussieht, ganz, ganz kleiner Welt. Die waren gerade dabei, die zweite rauszubringen. Ja, ist ein ganz kleiner, wenn es überhaupt einer ist. Nee, das ist keiner, wa? Ich weiß noch nicht, was da für ein Köderfisch dran war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ist da ein Stein dran? Ich habe keine Ahnung, welche Montage das war, wenn ich ehrlich bin. Halt mal hier, komm mal her. Doch, das ist ein Fisch, das ist ein Welt. Aber ein ganz, ganz kleiner. Da kommt er. Ganz, ganz kleiner. Danke, Melle, für den ersten Welt, amigo! Ja, bitte, bitte! Ja, Melle, halt mal. Komm her. Schau her. Ach, so ein kleiner Scheißer auch noch. Muss er haken. Jetzt weißt du auch, warum ich lieber immer größere Köderfische nehme, ne? Ach, scheiße, Alter, der Haken. Ah, kleiner Babywelt. Ja, Leute, zwar kein großer, ne? Hat sich einen großen Köder geschnappt, kleiner Welt. Aber Melle hat einen guten Job gemacht. Die Route war wirklich gerade draußen. Wir haben sie gerade stramm gemacht, abgespannt. Habe ich mir gedacht, was hast du denn schon, Fisch? Weil er nur so ein bisschen geschlagen hat, aber was hat er? Ja, 1,10 Meter, 14 Meter haben, ganz, ganz kleiner. Der geht es natürlich wieder zurück. Ja, aus der Küche ins Wasser, nicht vom Wasser in die Küche. Komm, Kollege, schwimmen, wie gesagt. Sauber. Moin, moin. Was soll ich sagen? Die Nacht kam ein dicker Fisch nach mehreren Federattacken. Ich glaube, einen hatten wir auch von 1,20 Meter. Kam der hier heute Morgen um 4:30 Uhr, hab mich aus dem Schlaf gerissen. Beste Wecker, den ich mir vorstellen kann. Schöne Keule. Und ja, mit 2,05 Meter habe ich jetzt mein Ziel erreicht, was ich mir hier gesetzt habe. Scheiße, Alter! Komm mit her! Fisch. Ja, warte. Oh. Du hast gesehen die Bilder, wie ich möchte, ne? Yes. So kalt. Lass ihn. Ja. So, haben wir noch eine kleine Fotosession gemacht hier. Mit dem kleinen Riesen, sag ich mal. Mit dem Chefskin hier. Und jetzt wird auch freigelassen, wie das hier gang und gäbe ist. Bei uns würde jetzt die Peter uns anscheißen. Hier scheißt uns niemand an. Außer wir uns selber. Sauber. Petri, so. Junge. Fit ist er eigentlich auch schon. Super. So, und weg ist er. Jawohl, weg ist er. Petri. Woo! Petri, Fettmann. Super. Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Komm, ich zieh's rein. Das läuft. Oh. Komm her. Ja, komm, das muss jetzt nicht schwimmen. Ich schwör's dir, Waller! Wallerknaller! Yeah, baby!